Also eventuell Dienstagstream aus dem neuen Zimmer. Nee, nein, 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 da werde ich mich nicht stressen, Digga. Nee, Chat, ich will mich nicht stressen im Sinne von alles aufbauen und so auf Krampf. Ich habe jetzt so lange auf diesen Moment gewartet oder ich warte schon so lange auf den Moment, meinen ersten Stream oder endlich mein Setup mitzunehmen und im Haus zu verbasteln. Und da werde ich mich nicht stressen. Was ich damit sagen will, da kommt es nicht auf ein, zwei oder fünf Tage Unterschied drauf an, ne? Musst du in deiner Wohnung viel erneuern, bevor du die zurückgibst? Nö, Digi. Ich muss einmal durchstreichen. Und ja, weil ich ja Autist war mit der Klimaanlage, hat die Klimaanlage leider eine Fußleiste kaputt gemacht. Die muss ich ersetzen. Aber ansonsten ist alles beim Alten in der Wohnung, Digi. Erstmal, weil ich sowieso niemand bin, der hier irgendwie Randale betreibt im Sinne von, keine Ahnung, irgendwas kaputt haut außer sein Eigentum. Auf dem Schreibtisch glaube ich schon mal ganz gerne rum. Ich habe, glaube ich, ein paar Monate, also ein halbes Jahr, nachdem ich hier eingezogen bin, meinen Engel Agatha getroffen, meine Putzfrau. Und die hält die Wohnung hier immer sauber und pflegt die Wohnung. Ja, dementsprechend sieht die Wohnung immer noch wie geleckt aus. Agatha bei dem Haus dabei. Agatha ist beim Haus dabei. Die wird bei mir, oder die hat eine Festeinstellung jetzt bei mir. Ich habe meine Börter gefunden. Agatha wird auch anfangen für mich zu kochen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Sie soll mal ein, zwei Gerichte Probe kochen, ob mir das gefällt oder nicht. Aber Agatha ist bei mir Vollzeit eingestellt und ist von montags bis freitags bei mir im Haus und kümmert sich um die Sachen, wo ich nicht unbedingt Lust habe, mich drum zu kümmern. Putzen, Wäsche waschen, kochen, einkaufen gehen. Halt einfach eine typische Haushaltshilfe. Das hört sich vielleicht erstmal abwertend für einige an, aber das ist überhaupt nicht so gemeint. Denn Agatha und ich verstehen uns sehr gut. Ihr geht sehr gut bei mir. Wir haben einen guten Draht zueinander, sie fühlt sich wohl bei mir, ich fühle mich sehr wohl, dass sie bei mir ist und das ist für uns beide eine Win-Win-Situation. Dr. Much schreibt Bumsi, dafür schicke ich dich einfach erstmal zwei Wochen auf die stille Treppe, Digga, okay? Und jeder andere, der jetzt sowas in die Richtung schreibt, kriegt direkt zwei Wochen hinterher. Was ist ihr Lohn? Ich werde dir nicht sagen, was sie bei mir verdient, Digga, wäre respektlos. Meinst du nicht, sie verdient das Doppelte als bei deinem Vorgänger? Genau, richtig. Aber wenn ich sage, sie verdient das Doppelte als bei ihrem Vorgänger, sage ich ja nicht, was sie verdient. Ist Agatha heiß? Du, Digi, das liegt im Auge des Betrachters. Einige werden sagen nein, wenn sie sie kennen würden. Einige würden ja sagen. Das ist eine reine Geschmackssache. Ich persönlich, Digi, finde Agatha attraktiv, ja. Auf jeden Fall. Ich mag allgemein polnische bzw. russische Frauen. Und jetzt nicht, weil die irgendwie besonders sexy sind vom Körper, sondern ich mag einfach extrem den polnischen und russischen Akzent, wenn Frauen reden. Das finde ich sehr sexy, Digga. Und allein wegen dem Akzent, Digga, finde ich sie schon im Grunde attraktiver als jede deutsche Frau, die mit mir redet. Ja, ja, ist so. Also fühle ich gar nicht. Du, das ist ja das Schöne. Geschmäcker sind verschieden. Du stehst vielleicht nur auf deutsche Frauen oder auf asiatische oder auf keine Ahnung. Jeder Geschmack ist anders und das ist doch das Wichtige, Digga. Wäre ja schlimm, wenn wir alle auf denselben Typ Frau stehen würden. Aber, und da sage ich jetzt direkt von vornherein, weder von meinen Mods, das sage ich jetzt einmal lieb, weder von meinen Mods noch von anderen Leuten dulde ich da jetzt Respektlosigkeit, wenn ich das jetzt sage. Ich würde aber niemals, wenn ich die Möglichkeit hätte, und die Möglichkeit beruht auf beide Parteien und nicht auf eine einseitige Partei, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Agatha irgendwie was zu starten auf, ne, Sexy Time, würde ich es nicht machen, Digga. Auch wenn ich sie sexy finde als Frau. Ich würde es aber nicht machen, weil ein bisschen Spaß, den man hat, würde mir nicht das geben, was ich mit ihr in Zukunft habe. Nämlich eine Frau, die mich sehr unterstützt im Leben, der ich vertraue. Und das würde ich mir nicht durch irgendwie, oh, dich finde ich ganz sexy und ich bin ein bisschen horny oder so, das würde ich mir dadurch versauen. Das würde ich niemals machen, Digga. Niemals. Dennis, mein Geschäftspartner, hat immer zu mir gesagt, never fuck the company. Auch wenn das Sprichwort nicht ganz da zutrifft, denke ich, wisst ihr, was ich damit meine. Es würde das professionelle Verhältnis zerstören. Ja, ja. Bisschen hahihi geht immer. Bisschen flirten geht auch, klar. Gehört dazu. Aber ich würde niemals respektlos ihr gegenüber sein, beziehungsweise niemals wirklich diesen Versuch starten, da irgendwie zu landen. Beziehungsweise ich würde auch gar keinen Versuch dulden, also oder gar keinen Annäherungsversuch zulassen. Ich kann euch eins sagen, auch wenn das immer sehr, also der Beruf von vielen Leuten sehr, ja, sehr belächelt wird, beziehungsweise auch abwertend manchmal ausgelegt wird, eine gute Haushälterin, eine gute Putzfrau zu finden, der du vertrauen kannst, die ihren Job gut macht, verdient auch Anerkennung. Das ist ein harter Job. Ja, auf jeden Fall, natürlich, das stimmt, da hast du recht. Ja, gefühlt eine gute Haushaltshilfe, eine gute Putzfrau zu finden, ist gefühlt noch schwieriger als eine richtige Frau fürs Leben zu finden, ja. Die fühlt sich wohl bei dir. Ja, oh, war es ein Walkout? Die fühlt sich sehr wohl bei mir.
Vor allen Dingen, sie hat einen jüngeren Sohn. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist. 10, 11, 9, ich weiß es gerade gar nicht genau, Digga. Und mit dem verstehe ich mich auch gut. Der mag mich, der interessiert sich auch so ein bisschen für YouTube, YouTube und sowas. Ja, den kann sie auch immer, wenn sie möchte, mitnehmen zu mir. Wenn er, kann er sich bei mir ins Gästezimmer hocken. Ja, oder auf die Couch hocken. Letztes Mal war er da, da hat er dann über Sky sich in meinem Wohnzimmer so einen Kinofilm angeguckt, so einen Kinderfilm. Der fühlt sich auch wohl bei mir und ja, natürlich ist mir wichtig, dass die Aufgaben, die bei mir im Haus zu erledigen sind, erledigt werden. Aber ich schränke da niemanden ein und bestimme, wann sie da zu sein hat oder sonstiges. Sie kann dann kommen, wenn sie möchte, und sie kann, wenn sie möchte, auch ihren Sohn mitnehmen. Der fühlt sich bei mir wohl, sie fühlt sich bei mir wohl, ich fühle mich wohl, dass sie bei mir ist. Wie gesagt, ist eine Win-Win-Situation für uns alle. Ich würde niemals, nur weil eine Frau bei mir putzt oder weil sie eine Putzfrau ist, das als herabwertende Art und Weise ihr gegenüber zum Ausdruck bringen, weil es einfach nicht so ist, Digga. Bin sehr froh, sie zu haben. Sehr, sehr froh. An die Leute, die jetzt Scheiße reinschreiben, irgendwelche sexistischen Äußerungen, na, die kriegen ja sowieso 2 Wochen Timeout. Aber seid nicht so doof an die anderen und beleidigt die, weil Beleidigung, egal was jemand schreibt, wird auch bestraft von meinen Moderatoren mit einem Timeout. Also wenn ihr einen dummen Kommentar von irgendeinem seht, ignoriert es einfach. Meine Mods kümmern sich schon von alleine darum, okay? Wie hast du sie kennengelernt? Die hat bei Kollegen von mir auch geputzt. Dann haben sie mir den Kontakt gegeben, dann habe ich sie angerufen. Hat sie gesagt, sie kommt vorbei, guckt sich das an. Dann war sie bei mir, hat sich die Wohnung von mir angeguckt und wollte mir am nächsten oder übernächsten Tag oder 3 Tage später, ich weiß gar nicht mehr, Bescheid sagen, ob sie Lust hat, also ob sie es schafft, bei mir zu putzen, zeitlich. Dann hat sie mir eine Absage gegeben und hat gesagt, dass sie es nicht schafft. Und ich mochte sie und wusste, ich kann ihr vertrauen von meinem Kollegen, weil meine Kollegen haben, also bei denen hat sie schon Jahre geputzt und da ist nie was weggekommen. Sie hat ihren Job anständig gemacht und ich wusste, dass wenn ich sie jetzt gehen lasse, das hört sich immer komisch an, wenn ich sie jetzt gehen lasse und das akzeptiere, dass sie keine Zeit für mich hat, dann werde ich erstmal lange Zeit keine finden, die so ist wie sie. Und das habe ich auch schon im Stream erzählt. Dann habe ich ihr eine SMS geschrieben und habe gesagt, okay, ich respektiere es, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir trotzdem zusammenfinden und ich zahle ihr einfach das Doppelte von dem, was sie bei den anderen verdient. Und eine Woche später war sie bei mir. Geld macht's möglich? Ja, auf jeden Fall, Digga. Okay, auf jeden Fall, na klar. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil natürlich könnte ich mir das als Normalsterblicher dann vielleicht nicht leisten. Aber das ist dann Geld, was ich auch sehr, sehr gerne ausgebe. Und was auch einfach sinnvoll für mich ist, das auszugeben. Naja, letztendlich, egal in welchem Beruf, egal ob Selbstständiger oder Angestellter, letztendlich gehst du arbeiten fürs Geld am Ende des Monats. Klar, der Job macht dir vielleicht auch Spaß, aber am Ende ist es auch wichtig, was sich auf deinem Lohncheck widerspiegelt. Und egal wie gerne oder wie lange du bei jemandem arbeitest, in der Regel zieht es sich dahin, wo du vielleicht mehr Geld verdienst, aber den gleichen Beruf ausüben kannst. Und ich finde, am Ende hat es nichts damit zu tun, auch wenn es niemand von euch schreibt, am Ende hat es nichts damit zu tun, ob man abgehoben ist oder protzig ist, wenn man sagt, ich zahle dir das Doppelte. Am Ende ist es doch einfach nur eine Wertschätzung für die Leistung, die sie bietet, in dem Fall putzen. Und da habe ich ihr deutlich gemacht, dass ich sie zu schätzen oder dass ich das, was sie macht und dass ich das zu schätzen weiß und auch bereit bin, dafür mehr zu bezahlen. Putz sie nur noch bei dir. Ich habe damals ein Gespräch gehabt mit Oma. Oma wollte nicht. Also ich habe Oma angeboten, dass Agatha auch einmal die Woche zu ihr kommt und ich das bezahle einfach. Also Oma muss nichts bezahlen und Agatha putzt einmal die Woche bei ihr. Das wollte Oma anfangs nicht, hat sich dagegen ein wenig gewehrt. Vielleicht auch einfach, weil sie Angst hatte, dass man ihr Arbeit wegnimmt, weil sie älter wird. Und dann habe ich zu Omi gesagt, und das hat sie dann auch verstanden, dann habe ich zu Oma gesagt, du Omi, hier nimmt dir niemand Arbeit weg, du kannst immer noch die Sachen putzen, wo du Lust hast. Aber du weißt selber, Oma, es gibt auch Sachen, wo du einfach keine Lust hast zu putzen. Fenster putzen, Sachen, wo du in die Ecken dich bücken musst, wo deine Knie vielleicht wehtun. Probier's doch einfach mal, dass Agatha einmal die Woche kommt und die Dinge macht, wo du keine Lust zu hast, die oder die vielleicht doch für dich ein wenig zu anstrengend sind. Und da hat Oma gesagt, okay, das probieren wir. Und seitdem ist Agatha einmal die Woche bei Omi und hilft ihr und macht die Sachen, wo Oma vielleicht nicht mehr kann oder vielleicht zu anstrengend ist. Ich bezahle das, Oma muss da nichts bezahlen und auch wieder da ein Punkt. Da freue ich mich einfach auch an erster Stelle für Omi. Nee, Oma macht nicht mehr meine Wäsche und ist da auch ziemlich traurig drüber. Als ich zu Oma gesagt habe, Omi, Agatha macht jetzt meine Wäsche, ich habe
Trockner und Waschmaschine bei mir im Haus. Da hat sie wirklich darum gebettelt, dass ich ein letztes Mal ihr Wäsche nach Hause bringe. dass sie es sauber machen kann. Sehr süß von ihr, auf jeden Fall. Aber die Mengen, die ich auch an Wäsche habe und die ich ihr dann auch manchmal vorbeibringe, weil ich dann eine Woche mal gar keine Wäsche vorbeibringe. Ich weiß, dass sie das gerne macht und das weiß sie auch sehr zu schätzen. Aber am Ende muss ich mich auch einfach dran gewöhnen, dass irgendwann Omi nicht mehr meine Wäsche machen kann, gesundheitlich oder weil sie halt auch irgendwann nicht mehr da ist. Lieber jetzt dran gewöhnen, als vom Regen in die Traufe, keine Ahnung. Und ich verdränge immer solche Dinge. Du, das ist nichts, woran man gerne denkt, aber man sollte sich da schon aktiv miteinander auseinandersetzen, ne? Ja, aber du kannst ihr doch nicht ihre Arbeit abnehmen, solange sie das noch kann, eine Aufgabe geben. Digi, also sei mir nicht sauer, aber ich übertreibe jetzt einfach mal. Und damit haue ich mich im Grunde auch in die eigene Pfanne. Aber eigentlich sollte keine knapp 80-Jährige jede Woche Berge von Wäsche waschen, weil du zu faul bist bzw. keinen Bock da drauf hast. Ich weiß, dass Oma das macht und ich weiß auch, dass sie das gerne macht. Aber ich wusste schon immer, dass es eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, sondern meine Aufgabe. Und man ist ein fauler Mensch und man gewöhnt sich dran und nimmt es auch dankend entgegen. Aber ich habe immer wieder gesehen, oder ich bin oft nach Hause, also zu Oma und Opa gekommen und habe Opa gefragt, wo ist Obi? Und er sagt, ja, die macht schon seit Stunden deine Wäsche. Ich habe nicht nur 3 Boxershorts, ich habe 100 Boxershorts, über 100 Boxershorts. Ich habe hunderte Paar Socken, ich habe hunderte T-Shirts. Und das ist irgendwann dann auch einfach zu viel gewesen. Lass Agatha Omis Waschmittel benutzen, dann ist es emotional vielleicht leichter. Genau das macht Agatha. Agatha nimmt das Waschmittel von Omi und die Wäsche riecht immer noch nach Omis Waschmittel, ja.